Ja? Jody. Hey, hier ist Ryan. Ryan? Hast du meine E-Mail bekommen? Welche E-Mail? Die von vor 3 Tagen. Also ich habe gerade Probleme mit meinem Computer. Was stand in der Mail? Essen. Heute schickes Restaurant. Naja, heute ist es zu spät dafür. Vielleicht ein andermal? Scheiße. Scheiße, tut mir echt leid. Warum kommst du nicht einfach nachher zu mir zum Essen? Du wolltest doch sowieso mein Apartment mal sehen, also... Klar, aber... Wie wer es so macht? Okay, ja, ich bringe uns einen super Wein mit. Bis später. Also nach dem Tag in der Bar habe ich... Ich weiß, du warst das mit meinem Computer. Dir ging's um diese Mail von Ryan. Das geht dich nichts an, Aiden! Ich kann tun, was ich will. Verdammt! Verdammt! Wir fangen das nicht wieder an! Ich gehöre nicht dir, Aiden! Ich kann Beziehungen haben, mit wem auch immer ich will! Das ist mein Leben! Hörst du mich, verflucht nochmal? Das ist mein Leben! Weißt du was? Zufällig finde ich Ryan echt gut. Er ist charmant, er ist intelligent, er ist witzig. Und ich glaube, ich habe mich verliebt. Okay. Okay. Es ist 7 Uhr. Ich habe eine Stunde und mach Dinner, räum hier auf und mach mich noch hübsch. Ich kann aus Erfahrung sagen, das dauert länger. Vor allen Dingen, wenn sie Essen machen möchte, dann hier auch noch alles aufräumen möchte, nur eine Stunde Zeit hat und... Nee. Und sich dann noch stylt, das schafft sie nicht. Ach so, so ging das. Oje. Da sieht's auch noch aus. Ja, wenn sie sich so verliebt hat, sollte eigentlich ihr Schlafzimmer aber auch gut aussehen, oder? Ja. Nein, du sollst dich nicht hinlegen. Hallo. Ganz cool, Jody. Okay, jetzt komm runter. Kein Grund zur Panik. Du wirst das schon schaffen. Wollte sie sich jetzt vielleicht schon vorbereiten? Nein. Bestimmt. Sie wollte sich jetzt ausziehen. Ich dachte eigentlich, dass sie die Jeans jetzt nimmt und die anzieht, aber es war anscheinend nicht so direkt das, woran sie gedacht... Achso, nee, das ist die Lampe. Das ist überhaupt gar kein Ball. Die will jetzt erstmal duschen, genau. Ja, manchmal, du weißt nicht, musst du nach oben ziehen, musst du nach unten ziehen. Ach so, sag das. Aber so mache ich das auch immer, dass ich die Haare zusammenbinde und ich nicht so schütze. Das ist immer die beste Taktik, um schönes Haar zu bekommen. Ja, jetzt schubbel dich. Ja. Das muss ich machen. Ja, ich würde es ja gerne machen, aber ich kann es ja nicht. Ja, das ist mir klar. Genau, und dann lässt du das auf den Boden fallen. Ich denke, wir räumen hier gerade alles auf. Also, naja, eigentlich haben wir uns jetzt so ein bisschen aufgeräumt. Aber eine einzelne Socke, so. Mhm. Dann wird hinter dem BH gegriffen und kontrolliert, ob der auch wirklich gut sitzt. Oh, das sieht jetzt irgendwie seltsam aus. Das sieht komisch aus, ja. So, ne, also...
Warte mal, da steht was. Warte mal, I don't need time. I don't, nee, I don't need him. Need you have, ach so, you, you don't need, ach Gott. You have me. Du kleiner Stalker, du. Ich war nein, geh da hin, los. Geh da hin. Guck es dir an. Kann sowas gar nicht schreiben. Gott, das ist auch die Besetzung. Mhm. Du verstehst das nicht. Er ist nicht gut für dich, das weiß ich. Oh mein Gott. Mein Gott, das Dinner. Geh doch erstmal auf Toilette. Da ist bestimmt noch irgendwas so in der Küche. Sie wollte aber zur Küche. Okay. Ja, aber man kann ja mal gucken. Vielleicht will sie sich noch schminken oder so, habe ich mal gedacht. Aber ja, hallo, mach. Mailbox inklusive. Verplemper deine Zeit, indem du auf die Werbung guckst. Ich dachte, sie macht das sicher. Jetzt kann ich ja schon wieder drauf gucken. Wollt ihr mich veräppeln? Was ist denn hier für ein Ausblick? Sobald ich mich immer in Unterwäsche präsentiere, indem ich mich fürs Fenster stelle, aber... Oh, da ist eine Lampe kaputt da oben. Ja, was ich seltsam finde, guck mal in die Kamera. Sie sieht doch immer noch sehr jung aus, finde ich, oder? Ja, ja. Also definitiv keine 18. Jetzt, hallo, beweg dich mal. Jetzt keine 18, aber die hat ein eigenes Apart. Das kann man nicht umziehen. Schwer zu sagen. Ich denke, du sitzt in die Küche. Kann ich mal entscheiden. Nee, achso, aber sie muss sich erst mal anziehen. Ja, ich habe festgestellt, dass du falsch rumgelaufen bist. Oh, Moment. Was war das? Komm, komm, dreh dich um. Nein, dreh dich um. Dreh dich um. Oh, eine Dreiviertelstunde nur noch. Ja, das wird nichts. Kannst du vergessen. Ja. Braucht jetzt erstmal eine halbe Stunde, um sich zu schminken. Das Anziehen. Genau. Ja, sie ist verliebt, ne? Sexy oder elegant? Ja, was macht man elegant. Also ich würde sexy nehmen, aber ich sag mal einfach, aufgrund ihrer Erfahrung nehmen wir elegant. Oh, hallo Ryan. Oh, gefällt's dir? Klassisch, elegant. Je ne sais quoi. Ja, genau so guckt sie auch. Warte mal, wir können aber mal eben gucken, wie sexy aussieht bei ihr. Kriegt ihr da nicht den falschen Eindruck? Nein, kriegt er nicht. Ich will nur wissen, wie das sexy Outfit aussieht. Dein Ernst? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich habe auf dich gewartet. Was ist denn sexy? Okay, das ist geht kurz. Gar nicht, okay. Mädel. Dann zeig mir jetzt noch schnell das letzte Outfit. Oh mein Gott. Also jetzt so ein cool ist das nächste. Also so ein Blusenoberteil wie von der Kirche. Hey, Ryan. Nee. Ja, ach weißt du, ich hab nur alte Sachen an, weil ich bin cool. Ganz cool. Aha. Okay, also den Teil mit den Männern müssen wir noch übel. Übel, genau. Müssen wir noch genug Aufwand? Übel nehmen. Mädel, nimm einfach was, was gut aussieht und merk dir einen anderen Spruch am besten. Klassisch. Mein neues Ich und es zeigt, ich bin gewappnet für alle Situationen. Naja. Lass gut sein und gib auf, Aiden. Okay? Niemals. Das Date wird stattfinden. Basta. Achso. Achso, darf ich doch Mist. Mal. Mist, er ist zu früh. Ja, wir haben nicht aufgeräumt. Ich komme. Wir haben, oh Gott, die ganzen Pizzakartons und alles. Hallo. Die dann raus, wenn ich draußen gucke? Also wenn keiner da ist, würde ich jetzt sagen, ich mache die Tür wieder zu. So. Ja, aber da war doch hinten, du konntest doch die Treppen-Dings gucken. Ja, aber das war doch bestimmt Aiden. Du Schlawiner, du. Niemals, niemals. Ah, komm. Genau, lass die Pizzakartons und so, lass das alles stehen und nimm nur die DVDs oder was sind hier? Bücher. Okay, ins Bücherregal. Wo ist das? Ich kenne deine Wohnung nicht. Du musst mich hier schon ein bisschen anleiten. Es ist ein Bücher. Ja. Ah, jetzt. Okay, toll. Toll. Ja,
Ja gut, damit man das nicht so ohne Kommentar hier wegsteckt wahrscheinlich. Kannst du dich jetzt mal um den Pizzakarton kümmern? Der stört mich hier am meisten. Komm, mach. Da ist doch eine drin. Schmeiß aus dem Fenster, genau. Achso. Ja, die hat sich so zum Fenster umgedreht gerade. In die Küche. Das machst du auch immer so, ne? Ja, genau. Warte mal, da ist doch der Mülleimer. Da müsste sie doch... Aber es ist, eigentlich ist es ja Papiermüll. Doch, ja, aber doch, sie will ja wohl doch da rein. Ja, ja. So, wir sind erwachsen. Wir können neue Pizza bestellen. So, haben wir denn hier noch was? Hier haben wir noch ganz viel Kram auf dem Boden rumfliegen. Und gleich ist wieder alles durcheinander, weil du mir wieder alles kaputt machst. Ach ja, guck mal. Hallo, das sind Spiele. Geh da mal ein bisschen sorgfältiger mit um hier. Die sieht man außerdem, wenn man da sitzt. Nur so am Rande. Kaum ist ein bisschen verliebt und schon wird das alles so. Hey, Gläser. Also die Gläser müssen auch weg. Nein, nicht hinsetzen. Du sollst hier... Hallo? Hallo? Mach doch mal was. Ich hier... Da. Da ist noch was. Genau. Zieh dir die Hose an. Es okay, wirkt da nicht so aufschwinglich. In den Korb im Badezimmer. Okay. Das sieht nach einem Korb aus. Komm her. Hallo, Korb. Okay. Ich dachte gerade, da liegt eine Leiche drin. Das sah aus, so, dass so Beine am Rausgucken waren. Oh Gott, ich muss dringend was anderes spielen. Nein, hallo, hier. Genau. Siehst du? Ich wusste, das machst du. Ich hab nichts gemacht. Nee. Ja, ja. Ja, ja. Ich schlaf sogar. Ich hab mich gerade schlafen gelegt. Mann, Aiden, jetzt sei doch nicht so ein Arsch. So, komm, jetzt erstmal das Geschirr wegräumen. Jetzt kann ich mich wieder... Doch, jetzt kann ich mich bewegen. Ach, komm, dann... Ja, dann mach den Mist, den du da auf der Couch machen willst. Genau, komm zur Ruhe. Denk drüber nach, wie wenig Zeit dir noch bleibt. Nee, Fernsehen werden wir nicht gucken. Wir werden aufstehen. Komm. Jetzt räum endlich mal dieses scheiß Geschirr da vorne weg. Will die das als letztes machen oder was? Nein, ich will kein Fernsehen gucken. Ist doch okay da alles. Du musst kochen noch. Ja... Ich hab nur gedacht, ich könnte unterwegs. Das ist Kochbuch. Ich muss etwas finden, das höchstens eine Stunde dauert, mit den Resten aus dem Kühlschrank. Cookies. Komm, Asia-Pfanne. Das sieht gut aus. Und es ist nicht zu kompliziert. Nimm das. Asia ist immer gut. Curryhühnchen mit überbackenem Gemüse. Das muss etwas länger in den Ofen, aber klingt machbar. Sieht auch gut aus. Ist die Frage, was sie gerade da hat, ne? Ich meine, vielleicht sollten wir uns darum mal Gedanken machen. Pizza-Lieferung. Ich meine, nicht direkt was für Gourmets, aber kein Vorbereiten, kein Abwaschen. Klingt doch ganz gut. Warum bestellst du da nicht einfach Spaghetti oder so? Ich bin für die Asia-Pfanne. Asia-Pfanne, das klingt doch jetzt wirklich exotisch. Solange ich es beim Kochen nicht total verbocke. Na, ich steuere dich gerade. Ich wäre mir da nicht so sicher, Mädel. Hallo. So, jetzt haben wir nämlich nichts da, um das zu machen. Wetten? Doch, doch. Ja, guck mal, der sieht aber so leer aus. Ich meine, das ist noch nicht mal mehr für Singles. Da ist ja fast gar nichts mehr drin. Vor allen Dingen, was war das rechts? War das Mayonnaise abgefüllt im Öl, oder? Irgendwie sowas. Schatz, nimm das Messer runter. Ich habe keine Kontrolle. Hm. Ich habe es dir nur gegeben. Danke, Aiden. Ja, ja. Bitte? Ich habe es dir nur gegeben. Ja, ich glaube auch nicht, dass er ihr was antun würde. Wenn dann dem Typen. Das könnte vielleicht noch böse ausgehen. Hm. Da grinst er sich hier einen zurecht, weißt du? Werden wir sehen dann, ne? Sie weint das schon. Beide. Also wenn ich sowas Leckeres machen würde, ich würde es bestellen. Ich würde einfach zum Griechen gehen. Das ist so das Leckerste und das Beste. Das stimmt. Und jetzt? Noch irgendwie, guck mal, hier vorne ist doch irgendwie Wodka oder was? Ne, da steht Black drauf, aber... Ach, da ist der Ofen. Ah, okay. Das ist kein Ofen.
Er muss ja erstmal eine Pfanne rausholen. Ich wollte nur mal erwähnt haben. Hallo, du brauchst eine Pfanne oder einen Topf. Weiß ich nicht. So, da, guck da mal, oben siehst du, da oben ist eine Pfanne drin. Oh, jetzt steigt es auf den Stuhl. Es ist aber kein Rollstuhl. Ah, das war jetzt ein Insider, aber ich weiß, was du meinst. Ah, Mädel, macht das nicht. Ich meine, gut, er würde ihr wahrscheinlich nichts antun, nehme ich mal an. Hallo? Der hat tatsächlich einen Bock, wa? So ein Halbbock. Ja, hatte ich aber früher auch mal. Konntest du sehr, sehr gut mit kochen, muss ich sagen. Ist super, ja. Habe ich auch. Und Oliven wird es auch gut? Das daneben konnte ich irgendwie nicht entziffern. Sake oder so stand da drauf. Was ist Sake? Soll das Sake sein? Hier, so dieser Schnaps da? Nee. Sake oder ist das Essig vielleicht? Ja, Essig habe ich zuerst auch überlegt, aber ja, Sake, das ist ja dann... Aber nur mal so, Oh, Ingwer ist auch gut. Stopp. Ja, also Pfeffer und Salz denke ich mal auf jeden Fall, ne? Ja, aber da gehört doch Ingwer rein. Und vor allem mach richtig viel Salz rein. Ich habe jetzt Pfeffer, glaube ich, genommen, oder? Du bist verliebt, mach richtig viel Salz. Ach, du bist ein aber ich muss, oder? Nee, ich kann es wegstellen. Ich muss es ja nur kurz würzen. Warte mal, Pfeffer, oh Gott, das wird nachher so eklig schmecken, glaube ich. Was muss ich denn machen? Das muss drehen, du hättest drehen müssen, du hast das weggetan, glaube ich. Hä? Ich habe hier gedreht. Ja, aber es war, was ist das für ein, da musst du irgendwie mit der Maus vielleicht dich bewegen, so dreher, so drehend, oder? Ja, irgendwas, hä? Was musst du da machen? Oder das Mausrad drehen vielleicht irgendwie? Nee, hä? Also jetzt scheitert das Abendessen, weil die hier nicht vernünftig anzeigen können, was man jetzt hier mit dem... Ja, weil du es einfach nur versalzen hast, wahrscheinlich. Dann. Ja, weil wenn ich nach oben unten gehe, dann kneift die so ein bisschen. Okay. Also ich habe jetzt beide Tasten gedrückt. Hä? Hm. Komisch. Weil sie zuckt ja so ein bisschen, als ob sie das annimmt. Ja, ja. Aber ja, ja. Vielleicht hast du das auch schon gemacht und du hast das Ding jetzt total verpfeffert. Aber ich glaube nicht. Ja, aber ohne Pfeffer können wir das nicht machen. Mädel, nein, nimm den Pfeffer. Wir müssen das hinkriegen. Wir machen das zusammen. Vielleicht Space-Taste gibt Enter-Taste. Andere Enter-Taste. Keine Ahnung. Ich drücke jetzt hier wahllos irgendwelche Tasten. Hast du die Maus mal im Kreis gedreht, bewegt? Ja, das war vielleicht das Erste, was ich gemacht habe. Oder festhalten. Hat man die Maus-Taste? Alt. Caps-Taste. Keine Ahnung. Ach, wir lassen den Pfeffer einfach weg. Das schmeckt dann mach lieber so. Ingwer. Ich wollte gerade sagen, wir nehmen Ingwer stattdessen. Ingwer ist gut. Gilt ja als Aphrodisiakum. Ach so, das war es. Rezept, aber... Okay, dann weiß ich, was ich demnächst mehr esse. Warum nicht? Ich kann echt jede Hilfe gebrauchen. Ich will ihn auf jeden Fall sehr aphrodisieren, oder wie auch immer man das sagen soll. Okay, ich würde mal sagen, stopp. Also, ich weiß nicht, soll ich noch mehr Salz reintun? Weil das wird mir doch angezeigt, ne? Das ist irgendwie komisch. Ja, Salz war nicht genug, sonst will das nicht anzeigen mehr. Ingwer ist wohl genug. Ja, du musst jetzt, du bist verliebt. Ja, genau. Okay, sie hat, nee, aber sie zeigt jetzt immer noch an. Ja, mach mal weg, wieder. Nicht, dass du zu viel Salz hast. Okay. Ja, ich mach mal Stopp, das ist mir jetzt, das ist mir zu viel. Also, da ist viel, viel, viel zu viel Salz drin. Jetzt werf das mal hoch. Ja, ja, und gleich ist sie, sieht so scheiße aus, weil das ganze Zeug am Sack hinzufügen. Wisst ihr? Das ist nämlich, es ist Alkohol. Langsam macht mir das Kochen Spaß. Also ja, wenn meine Küche in Flammen steigt, was wirst du es lieben? Das ist ein Tisch. Aber können wir das einfach so jetzt hier lassen? Ich meine, du sprengst das so bestimmt gleich in die Luft oder so. Nein. Weißt du, du verschwendest deine Zeit, Ivan. Ich habe heute trotzdem mein Date mit Ryan. Aha. Ach, das war das Arschloch. Ja, okay. Ja, du hättest mehr Salz reinmachen müssen, mehr Pfeffer reinmachen müssen. Können wir das jetzt hier noch machen, bevor wir hier aufmachen? Wir müssen erstmal aufräumen. Lass sie einfach nur 2 Minuten länger vor der Tür stehen, das ist eh ein Arsch. Wo ist denn die Tür jetzt überhaupt hier von hier aus? Ja, gesehen? Aber dafür bist du ja ganz schön scharf auf den Arsch. Ja, ich dachte, das wäre ein anderer. Wer denn sonst? Als ob ich mir die Namen merken würde.
Guck mal, so oh, geht das. Man öffnet die Tür und sie macht das alles automatisch. Aiden, benimm dich bitte. Ja. Das hier bedeutet mir was. Ich verlasse mich auf dich. Mhm. Wieso muss dann der Blick Richtung Brüste eigentlich runtergehen? Hey. Chateau Margaux 2001. Der Verkäufer sagt, das war ein hervorragendes Jahr. Das klingt doch nicht übel. Okay. Kann ich dir die Flasche irgendwo reinschieben? Guck mal, ich habe mich extra schon in eine Schale geworfen, damit du mich schneller ausziehen kannst. Ja, so ist. Setz dich doch hin. Ich hol das... das Ding für die Weinflasche. Ich glaube, sie ist wirklich nervös. Ja, wo haben wir das Ding denn? Vor allen Dingen, was ist mit dem Essen? Cooles Apartment. Hä? Und die Special Effects erst. Ja, danke. Aiden, verfluchte Scheiße. Und sie kann ihn nicht mal Popo Haue geben. Wo kommt die denn jetzt wieder her? Was ist jetzt mit dem Essen? Ja gut, das muss natürlich erstmal... Ja. Das geht noch weiter. Werden, ne? Wo sitzt denn du jetzt? Du sitzt hier, ne? Guck mal, der ganze Scheiß steht immer noch hier auf dem Tisch. Aber Hauptsache nicht aufräumen. Nein, ich mach schon. Okay. Gib mal alles. Ich wollte gerade sagen, ich hau mir das bestimmt den ganzen Rotwein... Okay, ich dachte schon. Ist doch Rotwein, oder? Doch professionell. Ja, ist Rotwein. Boah, voll daneben, aber Hauptsache ist es drin im Glas, oder was? Hast du es gerade gesehen? Ja, ja. Danke. Auf dein neues Apartment. Auf mein neues Apartment. Wann bist du eingezogen? Ich muss mich immer so bewegen. Oh, vor ein paar Wochen. Ja, die Agency hat besorgt, voll möbliert. Vielleicht kannst du einfach zuhören, ohne dass du was machst. Oh, verdammt. Das macht das Ding die ganze Zeit. Ich glaube, mein Nachbar hat die gleiche Fernbedienung oder sowas. Und stammst du von hier? Nein, ich stamme aus Oregon. Aber was ich nicht verstehe... Das ist doch der Typ, der Bescheid weiß, oder nicht? Natürlich weiß er das. Ich sollte mal langsam... Ja, aber warum... Mal nach dem Essen sehen, sagt sie nicht, ja, das ist Aiden oder diese so. Diese Kochsache ist eine völlig neue Erfahrung für mich. Brauchst du Hilfe? Nein, setz dich ruhig schon und mehr Wein wäre schön. Okay. Der sitzt doch. Ich wollte gerade sagen. Gott. Weißt du, mehr Wein wäre schön. Ah nee, da soll so, ja, okay, er hat sie. Okay. Ich wollte gerade sagen, woher soll er wissen, wo ihr Wein steht? Asia-Pfanne, ja? Ja. Na, Asia. Ich war in China für ein Jahr. Liebe das Zeug. Oh, tja. Dann erwarte nicht zu viel, denn das ist bestimmt erst das zweite Mal, dass ich koche. Und über das erste Mal will ich lieber nicht sprechen. Das ist gut. Gut. Ich habe auch extra viel Salz benutzt. Komm, du hast dich so angestrengt. Wie lange arbeiten wir jetzt zusammen? Seit fast 2 Jahren und ich weiß fast nichts über dich. Deine Eltern, hast du noch Kontakt? Nein, gar nicht. Ich glaube, sie hatten... Du weißt schon, dass du dafür sorgst, dass sie ewig alleine sein wird? Bist du sicher, dass alles okay ist? Ja, alles ist gut. Aiden ist nur... Ist ach, jetzt redet sie von Aiden. Wirklich. Hat Nathan dir je richtig erklären können, was es eigentlich ist, dieses Ding mit Aiden? Nein. Also, nicht richtig. Der ist schon kaputt. Sie haben viel herausgefunden über die Infrawelt, also.
Jodie, ich glaube, es ist was mit Aiden. Warte eine Sekunde. Mir reicht's jetzt mit dir und deiner gottverdammten Eifersucht. Warum gehst du nicht einfach zurück und verschwindest dahin, wo du fieser Poltergeist herkommst und lässt mir endlich meine Ruhe? Verschwinde hier. Bist du vielleicht taub? Hau gefälligst ab. Also, ist er jetzt hier und hört uns zu? Ja. Ja, er verlässt mich nie. Das ist nichts. Das waren sicher nur die Teller. Der Stapel war bestimmt zu hoch. Aiden gefällt es nicht, dass ich hier bin, oder, Jodie? Das ist jetzt, was Aiden will. Und bist du verheiratet oder sowas in der Art? Nein, nein. Ja, ich meine, ich war's. Ja, meine Ex-Frau und ich sind geschieden seit... Fuck, Aiden! Ich will, dass du jetzt aufhörst! Also ich gehe lieber. Nein, Ryan, warte. Nein, Jodie, also, Aiden ist nicht begeistert. Ich glaube, dass ihr das klären müsst. Jodie, wir haben noch Zeit. Lernen wir uns doch einfach erst besser kennen, okay? Vielleicht gewöhnt sich Aiden ja daran. Und der gute Asiatopf. An den gewöhne ich mich nicht. Und jetzt zufrieden? Du hast, was du wolltest. Bin ich nicht. Ja, ich weiß, weg und denkst, du hast mich wieder für dich selbst. Ich hoffe echt, du bist zufrieden und verflucht happy. Na los jetzt, flieg herum in deiner unsichtbaren Welt und lass mich heulen. Ich hasse dich. Hörst du mich, du fieses Arschloch? Und wer ist jetzt in Asiatopf? Er ist weg. Siehst du, unentdeckter Weg. Ich wette mit dir, wenn du den in Ruhe gelassen hättest, dann hätte das noch ein schöner Abend werden können. Aber du hörst ja wieder nicht auf mich. Du musst alles, wo ein weißer oder blauer Punkt ist, musst du immer dran rumzuppeln. Ja, klar. Meinst du, wenn ihr euch unsterblich ineinander verliebt hättet, das wäre der unentdeckte Weg bestimmt gewesen. Ja, dann hättest du einfach mal dich ein bisschen zurücknehmen können und ja, aber guck mal. Vielleicht ein Live-Porno gesehen oder so. Was weiß ich denn? Dann wär aber nicht 30% hier Ryan mit Hilfe von Aiden verjagt. Das hätten wir dann nicht gehabt. Also das haben nur 30% gemacht. Also das heißt, die meisten wollten wohl, dass sie zusammenkommen. Ja, ich auch. Aber du wolltest das ja nicht. Nee, ich wollte das nicht. Ich denke mal wirklich, wenn du die einfach in Ruhe gelassen... Ja, du konntest ja zuhören. Es war jetzt... Ich denke mal, die Szenen, wenn du drin bist, also man dich spielen kann, also du dich spielen kannst, und du theoretisch was machen könntest, also jetzt nicht gerade, wenn Gefahr droht oder so. Ich denke mal, in den Szenen kann man erstmal wirklich zuhören. Also, dass man dann vielleicht entscheidet, weil das war öfter, glaube ich, jetzt schon so, ist mir mal aufgefallen, dass du dich dann erstmal entscheiden kannst, okay, mache ich da jetzt was? Breche ich jetzt so dazwischen, so wie du das ja jetzt gerne getan hast? oder mache ich halt nichts? Und ich meine, ich bin schon stolz drauf, dass immerhin 76% der Leute einen guten Geschmack haben und Hühnchen oder Asiapfanne gekocht haben.
Ja, das ist gut. Hübsch angezogen. Das haben 73%. Also die meisten haben auch das Kleid genommen, weil der Rest pisst war. Ja, ich meine, ganz ehrlich, diese komische Nonnen-Outfit da, hier diese Bluse, die konntest du total vergessen. Und das andere sah halt irgendwie sehr kindisch aus. Und ich dachte schon, dass das einer ist, der ein bisschen älter ist, ne? Aber weißt du was? Wohnung aufgeräumt bin ich sehr gut dabei, ne, mit 79%. Aber Wohnung nicht verlassen. Es hätte ja auch sein können, dass der Weg unten die Wohnung verlassen hätte sein können. Dann wäre vielleicht. Ja, aber vielleicht hätte mich passiert. Da einer überfallen. Ey. Ich gehe mit nackten Füßen und total aufgeschnittenen, also so eingeschlitzten, wie auch immer ich das sagen soll, Kleid gehe ich dann aus der Wohnung raus. Dann wird die Tür vielleicht noch zugeknallt und wer weiß, was ich. Vielleicht ist das ja auch der unentdeckte Weg. Ja, doch, da hast du recht. Das könnte natürlich. Also die beiden Varianten gibt's. Wir können das gerne ja nochmal rausfinden, indem wir halt vielleicht später nochmal. Muss ich mal schauen, aber dann auf jeden Fall nicht jetzt. Nein, weil nicht von dem, jetzt. Von dem ganzen Rumgezuppel hier mit der Maus und alles, da kriege ich langsam echt die Krise mit. Aber ich meine, gut, bis auf das Ende ist der Tag ja nicht so schlecht gelaufen, so für 5 Minuten doch. Oder so, nachdem er drin war. Doch, sie hasst mich jetzt.